Wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Non-Farm Payrolls NFP Live Trading. Natürlich mit dem Dirk Höger und seinem Stereo Trader. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat zu den Wirtschaftszahlen begrüßen. Ja, ich bin gespannt, wie der Markt heute reagiert, was die Zahlen sagen und natürlich, was der Dirk daraus macht. Ja, und von daher springen wir mal zum Risikohinweis. Denn gerade beim Live-Trading ist es immer wichtig, das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Dirk jetzt gleich zu den Zahlen sagen sollte, das Ganze analysiert und auch im Live-Trading umsetzt. Am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig, immer im Hinterkopf behalten. Dann würde ich sagen, Dirk. So, Bildschirm Nummer 2 sollte es wie immer sein. NFP Live Trading, das sieht gut aus. Ja, ne, das ist heute. Ja, gut. Habe ich schon mal die erste Sache schon mal richtig gemacht. So, dann sage ich an der Stelle auch mal, jetzt habe ich meine Uhr vergessen. Ich wusste, es fehlt was. Aber die gehe ich jetzt nicht mehr holen. Das wird dann heute ein zeitloses Event. So, und demnach sage ich dann hallo und herzlich willkommen. Heute zum NFP Live Trading mit meiner Wenigkeit hier heute bei FX Flat. Es war keine Absicht. Doch, es war Absicht. Aber dass die Pause an der Stelle genau jetzt war, das war keine. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hänge hier so im Sessel. Ich muss mich mal irgendwie hinsetzen, ein bisschen anständig und nicht immer so, als würde ich hier gleich einschlafen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr seid alle gut gelaunt. Die Sonne scheint ja heute mal nicht da draußen, zumindest in Köln gerade nicht. Ist irgendwie so ein bisschen bewölkt. Von daher ist ja dann vielleicht nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen Zeit hier zusammen vor dem Bildschirm verbringen. Ihr könnt wie immer gerne was in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt auch einfach mal winken. Und ich freue mich, wenn hier ein bisschen Interaktion da ist und wenn ich nicht der Einzige bin, der hier was von sich gibt. Bei Fragen und so weiter greife ich natürlich gerne auf, solange es natürlich dann auch ins Thema passt. Und ja, siehst du, da kommt auch schon mal, winkt da schon mal einer. Hallo Tobias. Ach, guck mal hier. Ja, in Ehrenfeld scheint die Sonne, sagt der Timo. Also Ehrenfeld, ne, für die, die nicht aus Köln sind, das ist Luftlinie 2 Kilometer. Kann nicht sein. Obwohl da hinten, ja, auf einem Baum scheint sie und auf dem anderen nicht. Also ich vermute mal, das liegt dann irgendwie an ein paar kleinen Wölkchen. So, guck mal hier. Genau, aus Kalifornien. Aus Irland. Ach, guck mal, schön. Hier ist ja richtig was los. Ja, ach, hier kommt die bestimmt auch gleich wieder. Ich glaube, die scheint auch. Die ist nur irgendwie gerade so hinterm Baum, aber ich war noch nicht draußen heute. Ich bin den ganzen Morgen nur gearbeitet, vorhin mal irgendwie kurz einen Powernap eingeschoben. Und wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen Sand in den Augen. Vom Sandmännchen zwischendurch und deswegen sehe ich das nicht. So, also, wie auch gerade schon gesagt wurde, ganz wichtig, wenn ich einen Trade mache, bitte, bitte nicht einfach nachmachen. Ich weiß gar nicht, ich mache so viele Live-Trading-Webinare, wie das letzte NFP war. War das gut oder war das schlecht? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber ich weiß, dass auch schon mal richtig doof daneben ging, auch wenn es im Schnitt alles irgendwie aufgeht. Aber das heißt nicht, dass es jedes Mal aufgehen muss. Ne? Deswegen bitte Vorsicht und ihr könnt das gerne natürlich, was ich sage, mit in eure Überlegungen mit einbeziehen. Vielleicht findet der ein oder andere ein Argument dafür oder dagegen. Dagegen ist natürlich nichts zu sagen, aber wie gesagt, bitte nicht einfach nachmachen. Ja, mit Bier in der Sonne, schreibt der Jens, bin ich natürlich neidisch. Ich sitze hier nur mit einem Schluck Wasser im künstlichen Licht. Mit einem Bier in der Sonne kann ich nicht mithalten, aber Bier in der Sonne ist genau das, wie man es machen soll. So, dann gehe ich jetzt mal rüber auf den anderen Schirm und dann gucken wir uns mal den Markt an. Mal gucken, was das hier wird. Ich habe gerade schon gesagt, ich hoffe, dass heute nicht hier die Telekom wieder irgendwie reinspielt, weil mich gestern ist mir hier mein Internet so ein paar Mal abgeschmiert. Ich hoffe, das bleibt mir heute erspart. So, eigentlich ist der DAX tatsächlich heute leichter, beziehungsweise nicht leichter, der ist einfacher oder sauberer für meine Begriffe einzuschätzen. Also jetzt hier mal, das sind die Daily Candles, von denen gehe ich halt immer erstmal aus. Da sieht man halt relativ deutlich oben, ne, die 511, die in Rot und dann halt hier genau bis dorthin. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Tage her. Aber was hat er gestern gemacht? Nochmal genau, oder ein Punkt hat jetzt hier gefehlt an die 321 und dann wieder runter unter diese
dieses Level, das ist circa 13.900 und dort drunter geschlossen, einmal kurz dran abgeprallt und dann folgt er der Richtung. So, das muss jetzt nicht so bleiben, nicht auf Anhieb. Das heißt, er hätte schon noch so ein bisschen Luft. Also falls es irgendwie zu einer Gegenbewegung kommen sollte, die dann hier oben so in den Bereich reingehen kann, aber viel mehr sollte es für meine Begriffe dann auch nicht werden, weil ich benutze es immer gerne so als Trigger, also solche Levels, ne, was halt hier vorher als Support gehalten hat und dann recht genau jetzt auch wieder reagiert. Und das ist für mich dann immer ein Trigger, der dann sagt, okay, du darfst weiter runter. Aber das Problem ist ja nicht, die Tageskerze einzuschätzen, wie die werden soll, sondern das Problem ist der Weg dahin, weil wir halt eben nicht 24 beziehungsweise 23 Stunden irgendwas davor sitzen, sondern dann ja mit dem gucken, klarkommen müssen, was das Ganze werden soll. So, jetzt vielleicht die, die zuerst zum ersten Mal dabei sind, die sagen vielleicht, ja, was sind doch News, das ist doch alles ganz anders. Nein, das ist, war noch nie meine Devise und ich mache das hier schon ein paar Jahre mit den Live-Tradings zu den NFPs, einige Jahre und ich habe immer die Devise vertreten, es spielt eigentlich gar keine Rolle, was für News kommen, was drinsteckt oder was auch immer, sondern es ist letzten Endes dann nur ein Beschleuniger dafür, was eigentlich sowieso passieren würde. Ja. Und bei News wird der Markt halt dünn, das heißt, also viele gehen aus dem Markt raus und so kann dann natürlich dann halt, wenn einer, ein Marktteilnehmer, wenn er groß genug ist, sondern wirklich mit relativ wenig Aufwand, dann natürlich den Markt dahin drücken, wo er es halt gerne hätte. Und deswegen geht es dann halt bei News einfach immer eine Ecke schneller. Im DAO hier auf der rechten Seite, das sehen wir halt auch, nach gestern, das war natürlich schon ein bisschen arg, ja, das war schon ein bisschen schweinisch, was er da gemacht hat. Ich kann aber mal ganz kurz was zeigen, da sieht man nämlich auch Folgendes, wenn man hier einfach mal den MA20 da mal rein bastelt, im Daily, der habe ich jetzt hier nicht drin, hätte ich beim anderen Bild zeigen können, da sieht man, ne, also hier runterkommen der SMA20, läuft da oben dran und geht dann komplett wieder runter. Also, dass wir jetzt nach News, das hier waren die FOMC, also Zinsentscheid Amerika, in USA am Mittwoch. Es ist schon durchaus normal, dass der Ausgangspunkt von News relativ schnell wieder angelaufen wird. Aber wir reden hier über 1000, ja, ein bisschen mehr als 1000 Punkte. Da hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Aber gut, hat er dann im Endeffekt gemacht und vor allen Dingen halt hier noch ein Stück tiefer, genau auf das nächste Level, was bei mir im Live-Chart drin war, auf die 681 und dann wieder an der von mir nicht weniger zitierten 33.030 geschlossen. Da stehen wir jetzt und da habe ich gestern auch noch geschrieben, würde mich wundern, wenn jetzt diese paar Punkte drunter, die er nämlich dann tatsächlich mal da drunter geschlossen hat, weil darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass der Markt mal da drunter schließt. Also 33.033 ist es eigentlich. Da habe ich noch gemeint, ja, die zwei Punkte, ob die ausreichen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Er hat aber dann hier, wie man sieht, mit einem kleinen Downgap eröffnet und macht sich wieder auf den Weg nach Süden. So, generell bin ich da schon der Meinung, dass das so halten darf von der Richtung, aber auch der kann sich natürlich mal ein bisschen in die andere Richtung bewegen, bevor hier unten die nächste Attacke gestartet wird. Was mir der Timo vorhin noch gesagt, ist mir gestern gar nicht aufgefallen, wenn man die Kerze hier mal nimmt, ne, diesen Außenstab nach unten, ja, also hier vom, das war das Mittwoch, Dienstag, Montag vom letzten Freitag, und dann sieht man, dass da eigentlich gar nichts passiert ist, hat einfach nur in diesem Außenstab sich bewegt, einmal kurz da oben an den SMA20 eben gedippt und ist aber halt nicht da rausgekommen. Hier die bisschen Ungenauigkeit, das schenken wir uns mal an der Stelle. Aber das heißt, er ist einfach nur einmal komplett durch den Außenstab gelaufen und mehr ist da halt gar nicht passiert. Und auch infolgedessen könntet ihr hier ebenfalls relativ einfach nach unten wegkippen. Aber wir wissen ja alle, wie es ist. Einfach, wenn es so einfach aussieht, sollte man besonders vorsichtig sein, weil meistens wird es dann so nicht bleiben. Aber das ist mal so das Bild im Daily. Und klar, wenn man halt jetzt auf den Weekly noch mal eine Etage höher geht, das kann ich nach einem anderen Timeframe mal zeigen und dann sieht man halt auch, dass die Tendenz halt schon recht deutlich nach unten ist und auch im Daily, ne? Ich meine, wir kommen hier von, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Knopf und ich habe nicht zwischendurch neu gestartet, ja, geht. Ne? Wir kommen hier von diesem Hoch, neues Tief, kein neues Hoch, tieferes Tief, kein neues Hoch, da fehlt eigentlich dann, ne, wo hier der Bildschirm nicht mehr weitergeht, dann nach unten raus und das sollte dann auch irgendwann so auflösen. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber das ist natürlich so die generelle Richtung, wie ich sie doch dann jetzt auch sehen würde.
und was ja auch meistens ganz gut gelingt, das im Blog zu beschreiben. So, in der Stunde, 4 Minuten haben wir noch, 3,5, bis die News losgehen. Ob man da jetzt direkt reinkommt, werden wir gleich mal sehen. In der Stunde sieht das Ganze natürlich auch relativ abenteuerlich aus. Hier dieser eine Ausbruch, also das hier war die Newsstunde. Hier ging das Ganze los. Und da, also hier FOMC und dann halt nach oben, bam, bam. Und dann so bis hierher, bis zum Ausbruch, wie gesagt, das wäre normal gewesen. Hier haben wir auch einen relativ langen Doch. Da hätte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass wir nochmal da hochlaufen, ein Stück weit. Nö, macht er nicht, sondern drückt die ganze Zeit weiter runter und hält sich eben unter der 33.033 an der Stelle. So, nach unten ist natürlich auch noch ein bisschen Luft. Das heißt, da könnte er relativ stressfrei hin. Aber wie gesagt, was mir noch nicht so ganz gefällt, ist, dass das halt hier relativ knapp da dran ist und hier auch gar keine Gegenbewegung da war. Von daher würde ich fast damit rechnen, dass wir erstmal ein Stück rauflaufen, bevor wir dann weiter nach unten drücken, weil er will auch erstmal ja nicht weiter hier runter. Das sieht man ja auch gerade relativ deutlich, nur dass hier unten geht es irgendwie halt nicht so wirklich vorwärts. Das heißt, hier haben wir jetzt schon gerade so ein bisschen Support, warum auch immer. Also klar kann man sich den natürlich jetzt hier von der linken Seite irgendwo holen und dann da einfach mal behaupten, na gut, wo ist ungefähr das Tief hier so, ja, so in dem Bereich. Und da geht es halt nicht einfach tiefer, ne? Und das von selber ungefähr, okay. So, und hier, wie man sieht, relativ deutlich an der 33.030 immer wieder abgeprallt. Das ist halt das Bild, wie wir es halt jetzt erstmal haben. Und damit gilt es halt jetzt irgendwo zurecht zu kommen. Und dann halt mal gucken, was da halt jetzt passiert. So, ich sehe gerade, hier fühlt es sich gerade noch recht ordentlich. Also auch hallo natürlich an die, die jetzt noch ein bisschen später dazugekommen sind. So, das heißt, wie gehen wir jetzt damit um? Also das Schönste wäre natürlich, wenn wir einen Rücklauf kriegen, irgendwo so in diesen Bereich halt rein. Ja, also hier nochmal bis zur, was ist denn das, 160 halt etwa um den Dreh. Ja, und wenn wir die halt nochmal kriegen könnten, 172, genau. Und dort nochmal hin und dann runter. Das wäre natürlich so mein Wunschszenario, aber ob das dann so funktioniert, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber halt hier unten Short gehen, puh, könnte anstrengend werden. So, ich gehe mal kurz auf den anderen Schirm und mal gucken, wie das Ganze dort aussieht. Das Bild ist gleich auch wieder da. Mal gucken, ob hier alles richtig eingestellt ist. So, und da bin ich jetzt dann auch wieder am Start hier mit dem anderen Schirm. So, man sieht schon, das Buch wird dünn. Ne? Es ist halt nicht mehr, also hier sieht man auf der rechten Seite, hier auch für die, die es noch nie gesehen haben, das hier ist CFD. Aber das Orderbuch kommt aus dem Future und mit Stereo Trader kann man das eben so machen, dass man die übereinander legt, also quasi halt den Future auf den CFD mappt. Und deswegen sehe ich hier das Original Orderbuch, obwohl ich im CFD unterwegs bin. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, ne, das klafft auseinander, es sind ein Haufen Löcher drin. Das heißt, dass das, was ich eben gemeint habe, das passiert halt bei News, ja, wenn die meisten rausgehen und dann nur noch so ein paar kleine Fische erstmal drin sind. Und wenn jetzt einer kommt, eine große Position aufmacht und da reichen 20 Kontrakte und da steht das Ding da oben. Weil, wenn man sich das mal zusammenzählt hier, das ist nicht viel, ne, an Summe. So, das meinte ich halt. Ne, weil die sind halt schnell erledigt, die paar Leute, die da auf der Strecke liegen. So, aber es ist selbst mir jetzt noch irgendwie, ehrlich gesagt, zu dünn. So, jetzt ne, sieht man, wird langsam wieder dichter, die ganze Geschichte. Jetzt kann man natürlich hier, ne, wenn man irgendwie todesmutig ist und schnell genug ist und nicht so viel redet wie ich, kann man natürlich da auch short reingehen, long reingehen, Entschuldigung, und erstmal mit nach oben ziehen. So, und jetzt sind wir hier nochmal an der, unten ist die Stunde. Muss ich ja glatt rausskalieren. So. Wenn man das macht, dann muss man natürlich schon super vorsichtig sein. Also, ich will mal kurz eine Minute wenigstens mal abwarten. Ich wäre hier schon so short-orientiert. Eigentlich war ich ein bisschen langsam jetzt, ne, weil wir eigentlich nichts anderes gemacht haben, als gerade nochmal an die 33 zu laufen. Mehr ist gerade mal noch nicht passiert. Ne?
So, aber trotzdem hält das Ganze sich jetzt erstmal da oben recht gut. Gucken, ob man da jetzt irgendwie irgendwo reinkommt. Ne, wenn es gerade vorhin, wo ich ja noch gesagt habe, ne, wenn da einer kommt mit 20 Kontrakten und da steht das Ding irgendwie da oben, das ist eigentlich schon die Stelle, wo man nicht lange überlegen sollte, sondern dann einfach mal reinstoppen. Beim CFD geht es ja natürlich dann noch einfach, ne, weil ich kriege ja auf jeden Fall meinen Fill. Im Future habe ich dann schon ein anderes Problem. Da fliegt mir dann der Spread um die Ohren. Hier aber halt nicht, ne? So, und auch hier, wo ich gesagt habe, ne, Short wäre eigentlich schon so mein Kandidat hier oben. Tja, vielleicht hätte ich doch keinen Mittagsschlaf machen sollen, dann wäre ich jetzt ein bisschen wacher gewesen. Aber gut. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwo einen vernünftigen Entry kriegen. Weil, ne, wie gesagt, hier ist ja einfach nichts anderes als diese, was ich ja vorhin gesagt, die 3-3, da, genau da. Nichts ist da sonst. Und da war halt die ganze Zeit relativ viel Volumen. Infolgedessen dann halt jetzt eben auch nochmal hier so ein bisschen drüber. Das ist eben die Ungenauigkeit. Die kommt jetzt natürlich dann schon halt vom dünnen Buch, was wir da halt haben. Ne? Klar. So, das heißt, da kann der mal einen Punkt drüber schließen. Das ist jetzt dann wirklich egal. So, aber hier, mal gucken, was der M5, vielleicht, da sieht man ja, also hier oben habe ich den M5 wie immer an der Stelle. Ja, der steht im Trend gerade auf Long, der M15 steht auch auf Long, M2 steht auf, nee, das ist der M1, den ich hier habe, steht erstmal alles auf Long. Daher muss man schon ein bisschen aufpassen, bis da zumindest der erste mal gekippt ist. Ne? Und im M5 wäre das jetzt zum Beispiel hier unten unter der 900, das ist natürlich nochmal irgendwie 70 Punkte runter. Und der M15, der hat noch ein bisschen mehr Platz, oder ist eigentlich, nee, ist genau, ist die gleiche Stelle, Mist. Ja, nee, der hat noch ein bisschen mehr Platz natürlich. So, wir stehen hier auch am Value Area High jetzt erstmal gerade, sonst ist da nichts. Also, wenn man das macht, ne, sollte man natürlich auch hier Break-Even Safe aktivieren, irgendwie den Stop halt vorher schon und dann halt sehen, dass man halt relativ schnell dann zumindest abgesichert ist. Und das, und der Stereo Trader macht das ja. Das heißt, der übernimmt ja zumindest die Automatik und hat dann auch eine andere Schnelligkeit, wenn es darum geht, irgendwie einen Stop-Break-Even zu ziehen. Und was man manuell ja fast nicht hinkriegt. So, noch eine Minute, dann wäre der M5 erstmal fertig. Ja, drückt erstmal wie so ein bisschen befürchtet, erwartet, vermutet, wie auch immer, nach oben, weil ich ja gesagt habe, ne, wenn es so einfach aussieht, sieht es meistens nicht nur so aus, sondern ist dann auch so, nämlich zu einfach. Mal gucken, wir jetzt hier gleich noch ein bisschen mehr Bewegung kriegen. Im Buch sehen wir gerade überhaupt nicht, sondern wir klemmen hier nur am Value Area High, also an den 70% dessen, was heute gehandelt wurde. Da versucht er drüber rauszukommen. Bis jetzt gelingt das nicht wirklich. Ja, aber trotzdem könnte das schon noch einen Schuss irgendwie nach sich ziehen. Und wenn man es macht, wie gesagt, man sollte wirklich schnell sein, egal welche Richtung man hier eingeht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich gehe hier unter der letzten Minute, würde ich, falls er runterkommt, nochmal short gehen. Ja, bin ich aber halt auch nur halb erstmal drin und würde auch relativ schnell glatt ziehen. So, aber nach der M5 erstmal nicht. Machen wir wieder weg, ne, weil der steht mir ein bisschen zu stabil hier in der Gegend rum. Da würde ich ja fast noch hingehen und sagen, ja gut, wenn der nochmal da runterkommt, dann gehe ich eher long als short. Aber er steht halt hier jetzt so ein bisschen sehr auf der Stelle rum. Ne. Also wobei natürlich auch long nicht heißt, ich will da irgendwie eine Weltreise, sondern hier geht es ja nur darum, irgendwie ein paar Punkte mitzunehmen, aber insgesamt ist es relativ überschaubar. 100 Punkte in der ersten Minute bei einem Markt, der gestern irgendwie schon 1000 gelaufen ist, ist jetzt irgendwie auch nicht wahnsinnig viel. Das ist nicht irre viel. So, hier ist auch der Future Open, das heißt, die Tageskerze dreht hier gerade auf grün. Ja, drückt sich schon ein bisschen sehr, sehr deutlich da oben hin.
bin, wie man merkt, so ein bisschen verhalten, ne? Also vor allen Dingen, was Short angeht, ne? Weil es steht einfach alles auf grün. Also hier in den kleinen Timeframes, ne? Stunde, klar, die steht auf rot. Ja, hier unten sieht man es ja im Flux, der halt die Trends entsprechend erkennt. Und da wäre halt, kann ich auch mal kurz zeigen, hier an der Stelle, wäre natürlich Schluss mit Long. Ja, also hier oben in dem Bereich. Weil da hier einfach und das letzte Hoch ist, und das heißt, ab da, ab 114 etwa, ja, spätestens dort, auch hier über den Hochs, dürfte es dann halt ein bisschen Gegenbewegung geben. Aber da muss er erstmal hinkommen, ist halt auch klar, ne? 190, das heißt, es sind von hier aus irgendwie 150 Punkte. Wenn man das macht, sollte man halt irgendwie zumindest gucken, dass man es halt vernünftig eingrenzt, weil der wird auch wieder runterkommen, weil. Das sage ich auch so ohne Konjunktiv, wie man hier sieht, so wie das hier begonnen hat, ne, die Bewegung um 14:30, also mit den News, ohne irgendwelche Korrekturen, ne, sondern direkt hier nach oben geplatzt, ja, und das bleibt so nicht stehen. Also entweder kriegen wir das jetzt gleich noch oder es kommt halt dann nachher mit der Kasseröffnung, falls der Markt jetzt nicht runterkommt, aber das bleibt so nie stehen. Also so eine Glatze, das kann man vergessen. Und da kann man recht genau drauf wetten. Das heißt also hier dieser Bereich, zeichne es gerade mal ein, hier in Schwarz 918, ne? Das ist halt der Ausgangspunkt jetzt von den NFPs und die sehen wir schon nochmal. Und das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja gut, dann mache ich halt 1000 Punkte Stop und nehme dann 80 mit, das ist ein blödes CAV, aber dafür halt eine Trefferwahrscheinlichkeit, die wohl irgendwie Richtung 100% gehen dürfte. Oder knapp drunter, kann man auch machen. Ist natürlich Geschmackssache. Ne? Aber wie auch bei den FOMC-News, ne, dort hat es einfach einen Tag länger gedauert, aber auch das ist angelaufen worden. Ne? Und da ist er halt irgendwie über 1000 Punkte hochgelaufen. Hier sind es gerade mal 100. Ne? Also das ist schnell erledigt, so ein Ding. Einfach. Und deswegen sage ich, wenn man hier jetzt als Beispiel sagt, ich gehe short, ich gehe long, weil die kleinen Timeframes irgendwie gerade auf long gehen und weil der H1 auch noch Luft hat, ne, muss man das im Auge behalten, aber nicht nur das, sondern eigentlich hier drunter, mindestens dann unter den letzten Knick, also unter der 870, dort auf jeden Fall sollte man dann anfangen, irgendwie drüber nachzudenken. Ne? Also hier so M5 in dem Bereich. So, um das jetzt mal einzugrenzen. Ne? Ich würde natürlich gerne einen Trade-off machen, ist klar, aber man sieht ja auch irgendwie gerade, es bewegt sich nicht so wahnsinnig. Also für meine Begriffe wirklich so ein bisschen zu langsam und das schreit so ein bisschen danach, dass wir gleich einmal da runterlaufen und dann halt nochmal die ganze Strecke zurück nach oben. Das könnte tatsächlich passieren, ja. Auch wenn jetzt hier irgendwie der M15 gerade hier nach, weil er die Hochs gebrochen hat, ne, nach Long gedreht. Das heißt aber nicht, dass der jetzt am Stück so durchlaufen muss. Der kann auch mal kurz sich umdrehen und dann halt auch das Ganze nochmal, ne? Deswegen hier oben für mich kein Entry, also eher Short als Long, aber Short auch nur im Rücklauf und nicht hier irgendwie per Market oder gar per Limit, ne? Sondern wenn dann wirklich nur im Rücklauf und das muss dann auch schon relativ deutlich passieren. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, na gut, wenn er hier unter dieses Low nochmal, ne? In dem Bereich, da kann man dann halt vielleicht mal drüber nachdenken. Und wenn wir das nochmal anlaufen, weil das nochmal hält, nachdem es hier oben keine neuen Hochs gegeben hat, relativ unwahrscheinlich. Und wenn es nur für ein paar Punkte ist, ist halt auch okay, ja. Aber das könnte von hier dann relativ schnell nochmal durchfallen in die Value Area und damit halt auch hier nochmal Richtung Point of Control. Und der liegt halt eben ja auch genau da, wo wir gestartet sind. Ja. Point of Control, für die, die auch das nicht kennen. Das ist einfach nur der Punkt mit dem höchsten Umsatz, ja, also das heißt dort, wo heute das meiste gedreht worden ist, das ist der Point of Control und das heißt hier oben, wenn es da halt dünn wird und also das heißt, wenn hier oben kein Volumen mehr zusammenkommt, ja, und dann hat der Markt halt sehr oft die Tendenz, dann halt zum Point of Control zu laufen, also dorthin, wo heute einfach das meiste gehandelt wurde. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also wenn ich beim Bäcker keine Schrauben mehr kriege, fahre ich halt auch irgendwann in den Baumarkt. Und von daher
ist das schon nicht so ganz abwegig. So, ich habe den jetzt hier nur kurz rausgenommen, weil er hier so ein bisschen langsam runtergekommen ist, ne? So, aber hier lag der Short. Das heißt, wenn man den macht, ich rede heute zu viel, ne? Wenn man den macht, muss man halt relativ schnell absichern. Grund war übrigens auch noch, weil halt hier noch der M5, das ist die Eröffnung von der letzten 5-Minuten-Kerze. Da sollte man, glaube ich, eher sogar noch eine Etage tiefer denken. Also wenn er unter die letzten M5 drunter geht, dass man eher dann dort reingeht, wenn man das Ding short erwischen will. Man sieht ja, er hängt hier gerade so ein bisschen rum. Und es zeigt eben halt alles immer noch nach oben. Also der hätte schon, deswegen habe ich die vorhin da hingesetzt. Wir haben ja oft so Bewegungen, die haben wirklich so an einem Stück so, bop, 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 ja, so irgendwie ganz schnell da runterkommen. Und da kann man dann reingehen, da kann man dann auch reingehen. Aber das war halt hier eben nicht der Fall. Ne? So, trotzdem wäre ich jetzt hier irgendwie 20 Punkte vorne, wenn ich ihn einfach drin gelassen hätte. Aber das alte hätte Fahrradkette. Man muss sich ja auch mit einer Position, wenn man sie macht, ja auch wohlfühlen. Ne? Und das ist hier irgendwie für mich gerade nicht so wirklich gegeben. Hier an der Stelle, auch wenn hier die 33.033 hier oben, ne? Auch wenn das jetzt erstmal wieder nett war, aber halt auch irgendwo zu wenig. Herr Lutz, bisschen gemein heute. Schreibt hier, hab Short erwischt, danke. Und jetzt schreibt er, hab schon 100, danke, rede weiter. Gut. Freue ich mich natürlich. Ah, ich weiß, wie es gemeint ist. Es war nicht nett gemeint, Lutz. So, nein, völlig okay. Also deswegen sage ich ja, wenn das, was ich halt hier sage, handle oder wie auch immer, ja, dazu beiträgt, dass man eigene Entscheidungen besser treffen kann, dann ist das doch völlig in Ordnung. Gibt es ja nichts gegen zu sagen. So, hier kriegen wir jetzt zum, ich wollte gerade sagen, hier kriegen wir jetzt so ein bisschen Druck nach unten. Jetzt kann ich hier mal reingehen. Bin definitiv zu langsam heute. Es ist nicht abzustreiten. Ich kann ja einfach mal irgendwie. So, genau. So, das war der Punkt. So, hier hätte ich jetzt gesagt, na gut, da kann man mal versuchen, ob man da halt ein paar Punkte bekommt, weil den kann man meines Erachtens relativ gut eingrenzen. Ne? Und vom Risiko her. Und wenn es nur zum Scalpen ist, wenn man irgendwie nur 5, 6 Punkte haben will, die gibt es ja hier auch schon. So, und den kann man auch manuell absichern. Ne? Das heißt also hier einfach nur für ein paar Punkte runter. Dann mal gucken, ob der jetzt da durchrutscht oder ob wir hier jetzt bremsen. Und das werden wir dann jetzt gleich rausfinden. Weil hier ist jetzt die Unterseite von der 5-Minuten-Kerze. Aber das ist so dünn, ne? Das ist halt von der Bewegung. Das heißt, hier, ne? Das war ja der Grund, warum ich vorhin gar nicht rein bin. Ne? Weil wir in der Öffnung waren. Jetzt sind wir an der Unterseite von der 5-Minuten-Kerze. Und da drücken wir jetzt entweder durch. Oder wir prallen hier ab. Ne? Und das sollte dann eigentlich relativ zügig gehen. So, und wenn es jetzt wieder raufkommt, dann gibt es halt eben irgendwie 5, 6 Punkte plus. Ansonsten hänge ich mich jetzt hier einfach mal ganz knapp dran. Mit einer kleinen Position. Aber der war für mich jetzt relativ einfach einzugrenzen. Ne? Weil man hier auch sieht, wenn man da einen kleinen MA auch hinlegt, sieht man es ein bisschen deutlicher. Das heißt, das hat hier so eine Tendenz irgendwie gerade erstmal umgekehrt. Wir sind aber immer noch long im M5, ja. Darf man nicht vergessen. Auch der hier ist noch long. So, den ein bisschen dicker macht. Und ja, das sieht man hier unten. Da wäre halt der Trendbruch, dann im M1 wäre der da erstmal dahin. Aber das sieht so ein bisschen aus, als wird das gleich hier oben erstmal wieder rausfliegen. Aber kann man ja auch, also mir ist das echt. Das ist mir viel zu schwach von den Bewegungen. Ich bin hier wirklich geneigt, lieber 15 Punkte mitzunehmen, als da jetzt sonst irgendwas zu veranstalten. Weil das irgendwie, das krabbelt ja nur in der Gegend rum, ne? Und auch hier manuell einfach nachgehen. Hier ist die Grenze. Ich hoffe, man versteht das, wie ich das meine. Da, schwarze Linie auf schwarzem Hintergrund wird schwierig. Da komm schon. So, ne? Weil hier ist einfach der Knick. Dort wäre es vorbei, aber ich gehe jetzt hier erstmal raus. Ne, weil es ist natürlich völlig in Ordnung, dass der jetzt hier hält und da eben gar nicht das Tief anläuft, sondern kurz vorher wieder nach oben dreht. Aber so hat man dann halt eben 15 Punkte und gut ist. Ne? So, weil das macht keinen Sinn. Also jetzt hier dann irgendwie zu sagen, ja, ziehe ich den Stop da oben drüber, macht für meine Begriffe keinen Sinn. Natürlich kann das Ding hier kippen, ja. Aber rein von der Trend, vom Trendgebilde her,
Halt eben nicht, ne? Weil hier einfach noch alles auf Long ist. Da ist, wie gesagt, hier ist das Low vom M1. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ja, das ist jetzt hier jetzt mit irgendwie ein Punkt Stop zu wenig, aber immer noch okay, ja. Das hier zählt auch noch zur Abteilung. Kleine Schweinereien sind immer erlaubt. Geht auf jeden Fall. Aber der M5 ist long, M15 ist long, nur der H1. Der hat eben noch nicht, ne? Und der hat halt noch Zeit. So, von daher, M1 müsste mindestens sauber durch sein. Dann kann man drüber nachdenken. Ja. So, wie gesagt, das nennt man dann Pech, ja. Dass jetzt hier wirklich wegen einem einzigen Punkt oder wie viel das jetzt gerade war, der da halt rausgeflogen ist und ich jetzt hier irgendwie 30 Punkte verschenkt habe, ist natürlich ein bisschen mies, aber so ist es halt. Trotzdem finde ich es aber halt, von der Beurteilung finde ich es aber trotzdem richtig. Ja? Also, wenn hier nun mal halt ein Low ist, muss ich nicht drauf wetten, dass der da durchfällt. Klar, wenn ich natürlich irgendwie mit 50 Punkten im Nacken da halt schon ankomme, die schon vorne liege, dann ist es egal. Ne? Aber mir hat das hier nicht wirklich gefallen. Und deswegen finde ich die Entscheidung auch gut so. Klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, warum bist du hier nicht long gegangen? Ja, wusste ich, dass das Ding in einer Minute 100 Punkte raufrennt? Weiß ja keiner. Es geht ja immer nur darum, irgendwo zu sehen, was macht der Markt, was könnte er machen und wie könnte ich mir davon halt eine kleine Strecke rausschneiden. Ist natürlich immer schön, wenn es eine große Strecke gibt. Es gelingt ja auch immer wieder mal. Aber dazu sollte man dann auch schon eine klare Vorstellung haben, was das werden soll. Ich habe auch schon irgendwie Trades mit 2000 Punkten, sogar auch in Webinaren hingekriegt. Also die natürlich nicht dann in einer Stunde so weit gelaufen sind, aber was dann eben der Ausgangspunkt war für 2000 Punkte und die man auch recht deutlich absichern konnte. Aber das ist ja nicht die Regel, sondern die Regel ist ja, irgendwas passiert und meistens oder sehr, sehr oft ist es so, dass der Markt gerade bei News dann wirklich so bei einem Unentschieden irgendwo steht, ja, an der Stelle, wo es einfach rauf und runter könnte. Und da bringt es gar nichts, finde ich, halt irgendwie dann zu so sagen, ja, der macht bestimmt dat und dat und dann da drin bleiben und dann mit vollem Risiko dann halt beten. Und das wird dann mal gut gehen und mal nicht. Aber in der Regel wird es ja dann so sein, dass Murphy's Law da halt greift und das in der Regel dann eben nicht gut geht. Ja, also, so sieht die ganze Geschichte aus. Das heißt, wir lösen jetzt die Stunde auf, der M1. Hat jetzt hier Folgendes gemacht, sieht man, ne? Vorher war Support, das gleiche Prinzip wie immer, ne? Was Support war, wird zum Widerstand. Einmal von unten getestet und wir drücken jetzt hier im M5 Richtung Grenze. Das heißt, wir laufen jetzt genau in diesen grünen Bereich jetzt erstmal rein und dort werden wir dann als nächstes rausfinden, was da unten los ist. Aber das hier war wirklich gerade, finde ich, so ein Paradebeispiel dafür, für dieses Wirkungsumkehrprinzip, das ich halt immer wieder beschreibe. Ne? Dass nämlich das, was vorher Widerstand war, beziehungsweise Support war, wird nachher zum Widerstand und eben umgekehrt. Ne? So. Und hier sogar im M1. So, und im M5 muss man dann jetzt sehen, da ist jetzt hier die nächste, der ist hier unten bei der 847. Ne? Auch wenn das hier grün ist, heißt das jetzt nicht, da muss man jetzt long gehen. Das heißt erstmal nur, dort ist der Trend, ja, unterwegs. So, das heißt, hier haben wir das gleiche Spiel jetzt nochmal. Auch im M1 sieht man diese Grenze genauso. Ja, und der M5 stößt hier genau an die Unterseite dran. So, jetzt kann man natürlich hier, man hat kein neues Tief gemacht, wenn man schnell ist. Ich bin immer tatsächlich heute, wenn ich die ganze Zeit irgendwie erkläre und irgendwie handle, ich bin wirklich langsam heute. Dann kann man natürlich hier erstmal long gehen, kann den Stop relativ knapp setzen. Ne? Also hier jetzt zum Beispiel. Oder man wartet irgendwie einen kleinen Stich durch und wenn der wieder drin schließt, dann geht man halt oben long. Kann man auch machen. Es geht ja auch nur ein paar Punkte, ja. Aber das ist legitim, weil halt hier nun mal die Grenze vom Trend ist. So, auch wenn der M1 ist gerade auf Short gedreht, M5 immer noch long, M15 logischerweise halt auch immer noch long. Ne? So, und die Stunde formt sich langsam. Aber das war für meine Begriffe viel zu einfach. Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach läuft, nämlich einfach nur nochmal auf die 33.030 da oben hin und dann runter. Ich hätte eher gedacht, da kommt noch irgendeine Superferkelei. Aber nö,
Na gut, dann halt eben so rum. So, ne? Weil hier sieht man jetzt, bremst jetzt ja auch hier, ne? Das ist alles völlig in Ordnung. Das ist auf jeden Fall die richtige Stelle zum Bremsen. So, aber umgekehrt kann man es jetzt natürlich dann auch so machen, dass man sagt, na gut, wenn der jetzt halt aber hier erstmal hält und dann nochmal einen Rücklauf verursacht, ne, dann gehe ich irgendwo da drüber über der 918, 934, mal gucken, Point of Control. Bisschen drüber, so hier an dem, ne, an der Stelle, wenn er halt schnell genug ist, da dann halt eher nochmal dort, ne, also vor diesen Highs, falls er halt irgendwie jetzt da hochgeschossen kommen sollte. Ne, aber hier sieht man schön, für ein paar Punkte war das wieder in Ordnung. Ne, wenn es nur 10, 15 Punkte sind, ist doch völlig in Ordnung. Klingt natürlich immer irgendwie abends beim Bier super, man sagt, wow, der Lutz macht das dann heute so, und er sagt dann, hey, der Hilger, der hat nur gelabert und ich habe mir 100 Punkte eingefangen. Das klingt gut, aber im Endeffekt geht es ja nicht darum. Er sagt, der Lutz stimmt nicht. Trink einfach einen für mich mit, Lutz, passt doch. Ist doch schön. Nein, aber es ist wirklich so, ne? Also meine Kollegen, die das ja auch machen mit dem Live-Trading, und die halt gerne viel erklären und nicht nur irgendwie vor sich hin brubbeln. Das ist halt echt, wenn man gleichzeitig reden muss, klicken muss, dann hier die Technik machen muss, erklären muss und noch entscheiden muss, dann ist man einfach schon mal ein bisschen langsam. Das ist einfach so. Das ist einfach so. So, ne, jetzt hier mal gucken. Und da habe ich ja gesagt, ne, wenn der jetzt hier als Beispiel da unten ein kleines Tief macht und dann nicht rauskommt, ja, nach unten, so ein Ding halt, dann kann man mal drüber nachdenken, ob man nicht dann da oben sich mal einstoppen lässt. Oh, hier habe ich gerade gesehen, das ist ja gar kein MIT, das wäre natürlich schon wichtig. Also Limit Pullback. Das heißt also hier, es muss aber echt schnell gehen, ne? Na, so nach dem Motto, oh, hier drunter will keiner, er kommt, dann macht die ganzen Shorts mal weg. Und würde das passieren, dann geht es natürlich dann ein bisschen schneller auf der Oberseite. Na, weil wenn halt hier irgendwie angefangen würde, erstmal Shorts aufzulösen, wenn. Ne? So, man sieht aber, er geht durch relativ deutlich. Ne? Also weg damit. Ach ja. Was habe ich gesagt? Um 14:33 Uhr. Ich würde hier tendenziell short gehen. Das war hier oben. Gut. 150 Punkte wären es gewesen. So, das heißt, das hier ist wahrscheinlich jetzt vom Tisch das Thema, ne? Auch hier grün. Sieht ja, er will nicht grün, er will hier den M15, das nächste Tief da unten ausloten, um zu gucken, wie weit wir dort kommen. Wir sind auch hier, glaube ich, schon aus der. Oder aus der Value Area raus, sehe ich das richtig? Ne, die ist da unten. Na, das ist auch dann hier wiederum, wenn Sie es dort jetzt mal angucken. 822. Wo ist das hier? 822 ist genau die Value Area. Ne? So. Dort wird es dann vermutlich eher so ein bisschen ruppiger werden. Ist auf jeden Fall genau die Trendgrenze vom M15 hier, von dem Long, das Value Area Low. Auf jeden Fall der nächste interessante Punkt, den wir hier haben. Und sonst ist da eigentlich erstmal hier dazwischen nichts, ne? Das heißt, man könnte auch dann genauso sagen, na gut, wenn er hier runterkommt und der Hilger schnell genug ist, und dann gehen wir da erstmal short von da bis da. So. Gut, machen wir dann so. Mal gucken, ob das gelingt. Er wird auch wieder sofort abgesichert, wenn er irgendwie jetzt noch ein paar Punkte nach unten drückt. Ich lasse den nicht automatisch absichern, ich mache den manuell. Ja, weil da ist halt einfach nichts mehr. So, warum soll er jetzt nicht irgendwie da runter drücken? Es gibt ja irgendwie gar keinen Sinn. So, sind aber hier auch jetzt irgendwie 10 Punkte, 12 Punkte. Kann man auch direkt mitnehmen. Ne? Muss man jetzt nicht aushalten, ne? Bis da runter. So, aber grundsätzlich ist das völlig okay, so hier reinzuspringen. Den mache ich mal weg und hier nochmal ein paar Punkte mitzunehmen. Ne, weil das ist einfach jetzt, hier oben sieht man es auch im M15.
Kann man eng machen, muss man wirklich nicht Luft lassen, finde ich. Auch wenn ich vorhin ein bisschen Pech hatte, aber wir sind jetzt wieder an der Trendgrenze. Und das ist für meine Begriffe, war das jetzt einfach der sicherste Weg hier, ne? Und auch wenn wir jetzt rausfliegen wieder mit ein paar Punkten, ist völlig in Ordnung. Aber das ist so die Abteilung, naja, Elfmeter ohne Torwart, ne? Auch wenn es irgendwie nur ein paar Punkte sind. Aber dazwischen war einfach sonst nichts, ne? Und wir haben doch, ist ja auch sauber da reingelaufen. Und das war ja auch wirklich ohne nennenswertes Risiko, das halt so machen zu können. So, das waren dann zwei Trades. So, und jetzt schreibt der Lutz hier gerade, ich würde jetzt die 822 long gehen. Das ist trendtechnisch ist das richtig. Ich gebe aber mal zu bedenken. Guck mal, wie hier die H1 da unten aussieht. Ne? Die wird fertig in 4 Minuten. Also nochmal, trendtechnisch richtig, kann gut gehen. Aber der H1 mit einem Docht über allen anderen drüber hängt hier unten in Rot da unten drunter. Also mein Trade wäre es nicht. Aber muss jeder selber wissen natürlich. So, werden wir aber gleich sehen, dann jetzt irgendwie in 3 Minuten, was der Markt dann draus gemacht hat. Hier unten ist es tagestief. Also wir schweben hier schön. Ne? Also von daher ist das, was der Lutz da gerade geschrieben hat, schon richtig. Ne? Oft ist es ja auch so, dass der Markt auf den letzten Drücker auflöst. Aber die Frage ist, wohin? Ne? Weil der Weg, das jetzt diese Stunde, wirklich die noch schön zu beenden, in 2 Minuten, dafür müssten wir hier oben über diese Hochs ja drüber. Das heißt, in 2 Minuten müsste er hier jetzt irgendwie dann halt 170 Punkte hinlegen, halte ich für sehr fragwürdig. Um nicht zu sagen, ziemlich unwahrscheinlich, dass das halt passiert. Von daher kriegen wir vielleicht ein bisschen Gegenbewegung, aber dann sollte man auch wieder schnell absichern. Und sich nicht mit der Position verheiraten. Ja. Ja, nochmal, wie gesagt, trendtechnisch hier im M15 sieht man es ja ein bisschen deutlicher. Trendtechnisch absolut richtig, weil hier nun mal das Hoch ist. Deswegen, da muss der, geht ja auch nicht genau hin, sondern dreht ein bisschen kurz davor, reagiert dann. Das ist alles fein. Ne? Das kann man machen. Reaktion kriegt man. Vielleicht sucht man sich dann auch hier den letzten Außenstab aus. Das finde ich eigentlich immer im M15 relativ brauchbar. Schnappt sich hier den letzten Außenstab. Ja, das war auch da, wo der Ausbruch war, wo ich ja vorhin gesagt habe, da geht er sowieso wieder hin ohne Konjunktiv. Das war nämlich genau die Stelle und da waren wir jetzt auch schon, sind wir schon längst durch. So, das heißt, den sucht man sich dann aus und legt sich dort auf die Lauer für Short. Und am besten findet man dann noch ein paar Argumente. Also hier auch nochmal die 918, genau wie im M5 habe ich sie auch schon markiert. Das wäre dann hier und ist wahrscheinlich ziemlich nah am Point of Control auch, ja. Also dann so, also 980 genau wäre dann halt hier. Mal gucken, ob das passiert. Ob wir von da jetzt irgendwie, es wären ja immerhin 100 Punkte von hier aus nach oben. Ne? Das kann schon kommen, egal wie die H1 jetzt aussieht. Aber wenn die nicht auf den letzten Drücker da unten das komplett abreißt, den Bau, und dann kann das schon funktionieren. Aber er drückt hier einfach fleißig weiter runter erstmal. Von daher ist das eigentlich alles recht in Ordnung. So, gucken wir, wie die jetzt schließt. Drüber oder drunter unterm Trend? Drunter. Ne? Also hier sieht man es. M15, da oben bin ich wieder. Da stehen wir jetzt drunter. Also zum Scalpen ist das hier alles echt sehr, sehr nett. Wirklich. Da sieht man, hier gibt es auch wieder ein bisschen Reaktion. Und wer da halt irgendwie so mit plus 5 oder so da raus will, der kriegt hier überall ein paar Punkte. Das ist echt relativ einfach zu machen gerade. Aber ich würde hier jetzt auch nicht, trotzdem nicht short reinspringen, sondern wirklich einen Rücklauf abwarten und gucken, ob ich dann da oben irgendwo reinkomme, um von dort dann wieder hier runter an die Trendgrenze zu laufen. Und das wäre so jetzt das, was ich irgendwie ziemlich gut finden würde. Und weil alles andere ist mir ein bisschen zu heavy hier. Ja, so sieht's aus. Also, ich glaube, das war ja insgesamt, außer mal von meiner Langsamkeit abgesehen, ne, bei 33:30 nicht zu shorten, na gut, war das aber, glaube ich, ja, insgesamt ganz okay.
So, ich gucke mal die Kommentare durch. Ja, schreibt, ne? Der Gerd hier, die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend fortsetzt, also es zerbricht. Ja, klar, natürlich, ne? So, ja, ich lese auf jeden Fall hier einige Kommentare. Ne? Haben ja doch einige auch was gehandelt. Finde ich natürlich super. Und freue mich natürlich für jeden, der da was draus machen konnte. Und so soll es sein. Sorry, wenn ich hier gerade so ein bisschen vor mich hin stammele, aber ich versuche hier gerade alles zu erfassen, was halt hier drin steht. Da war doch irgendwie gerade noch eine Frage. Also, ob ich gleichzeitig nach dem Nasdaq und S&P, das kriege ich halt. Ne? Also, nee, ich gucke ja tatsächlich, wie man ja auch sieht, ich gucke ja wirklich nur auf den Dow, weil ich halt den Dow handle. Und Stops und so weiter viel zu eng sind, um da jetzt irgendwie versuchen, irgendwelche Korrelationen oder so halt dann zu traden. Also Korrelationen, ja, damit ist ja gemeint, irgendwie, wenn der S&P steigt, steigt wahrscheinlich auch der Dow. Wenn man sowas handelt, dann geht man dann ja so an die Geschichte ran, dass man sagt, ja gut, ich handle die Korrelation, die echte Korrelation. Das heißt, wenn zum Beispiel der S&P long geht und der Dow ist noch nicht long gegangen, dann mache ich Folgendes, ich gehe im Dow long und im S&P short und warte dann darauf, dass die Märkte sich angleichen und hole mir nachher die Differenz. Das wäre jetzt ein Korrelationstrade, den würde man ja ohne Stop zum Beispiel dann halt machen. Ne? Und im Scalping bringt das ja halt relativ wenig. Ne? Da sieht man zwar vielleicht auf der einen Seite, dass der Markt da halt am Steigen ist und man geht die ganze Zeit long, weil man dann denkt, irgendwie, ja, wenn der S&P steigt, muss der Dow ja auch steigen. Das kann natürlich aber auch in die Hose gehen. Ne? Und deswegen, ich gucke da nicht drauf. Aber jetzt nicht deswegen, weil ich das nicht gut finde, sondern eher, ich habe hier schon 5 Charts auf, ja, nur mit dem Dow. Und ich gucke mir lieber den Dow mit der Lupe an. Oder ich sag's mal so, wenn ich mir den Dow mit der Lupe angucke, kann ich mir nicht noch mit dem Fernglas irgendwie den ganzen Rest gleichzeitig angucken. Das kriege ich halt nicht hin. Und deswegen bleibe ich da halt lieber drin. Ich gucke dann eher im Anschluss dann halt so, okay, was haben die Märkte gemacht? Oder dann halt eben mal am Tagesende, weil es natürlich ja schon irgendwo eine Korrelation halt gibt. Und da sieht man dann schon eher, okay, klafft zu weit auseinander, sollte mal irgendwie wieder zusammenkommen. Und das kann man dann schon irgendwie mal mit einfließen lassen. Ne? Aber jetzt gleichzeitig im Handel jetzt nicht unbedingt. Gut, ich würde dann hier jetzt den Deckel auch drauf machen. Ne, und freue mich über die paar Punkte, die wir hier gemacht haben. Jetzt schreiben wir wirklich einige. 40 Punkte, 20 Punkte, 30 Punkte. Der Lutz mit seinen übertriebenen Hundern, die ich ihm natürlich gönne. Nein, aber ich hoffe, das war soweit in Ordnung. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, Webinare kurz und knapp zu halten, also gerade Live-Tradings. Und würde an der Stelle dann tatsächlich dann auch den Deckel erstmal dicht machen. No? Gut. So, also, wenn keiner was dagegen hat, auch hier nochmal 65 Punkte. Ja, schön. Freut mich wirklich. Total. Finde ich richtig gut. Dann sage ich doch mal an der Stelle ganz herzliches Dankeschön an alle, die dabei gewesen sind. Und ja, nächstes Mal, also am Montag haben wir ja, glaube ich, Mr. Help Desk sein und übernächste Woche Dienstag, dann ist nochmal Live-Trading zur Markteröffnung. Ne? Also wer möchte, jederzeit gerne und ansonsten bitte auch gerne in der Gruppe oder halt in meinem Blog unter www.dirkhilger.de. So, dann sage ich an der Stelle danke. Macht was aus eurem Wochenende, wenn die Sonne scheint, hier geht es auch gerade wieder los und es gibt auch noch Dinge, die schöner sind, als den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen, wenn man es denn nicht muss. Es ist so still geworden. Aha, da ist er ja. So, Ich bin da. du darfst ja gerne das letzte Wort haben, mein Lieber. Und natürlich auch dir ein schönes Wochenende und auch einen schönen Gruß in die Runde bei euch. Und dann sehen und hören wir uns am Montag wieder. Ne? Alles klar. Aber Gut. die Bühne ist deine. Ich sag schon mal Tschüss an dich. Alles gut. Ich danke dir fürs Webinar. Auch an die Teilnehmer. Sah ja super aus im Chat, was alles rausgeholt wurde. Du hast es schon gesagt. Montag im Helpdesk. Gerne vorab auch uns schon mal die Fragen zuschicken, die sie haben. Und dann können wir die mit einbringen, wenn, nach Möglichkeit natürlich. Und dann geht es über nächste Woche Dienstag wieder morgens ins Live-Trading mit Dirk.
Ja, dann würde ich sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Positionen auf und ein schönes sonniges Wochenende wünsche ich Ihnen allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.